Hallo und schön, dass du dabei bist, dass ihr in meinen Kanal hineinschaut. Freut mich sehr. Heute habe ich hartgekochte Eier, Ostereier, Brotzeiteier für dich, für euch und die ganz natürlich gekocht. Die werden auch nicht vorgekocht. Ihr legt die einfach in den Topf hinein. Dann könnt ihr heißes Wasser aus dem Wasserkocher dazugeben, die natürlichen Färbemittel. Dann koche ich es 7 Minuten und dann lasse ich es über Nacht einfach stehen. Und dann hat man so ein tolles Ergebnis. So und alles andere im Video und mehr dazu. Und das Ganze auch noch total preiswert, spottbillig. So, da hat man so ein klein bisschen Muster, sowas Filigranes. Geht ganz einfach, schnell und wie gesagt, ganz, ganz, ganz natürlich. Und je mehr man Teebeutel eingibt, desto dunkler wird die Farbe. Und wenn man dann ein Muster haben will, kann man vor dem Einlegen ins Wasser einfach eine Paketschnur oder eine Spitze oder so drumherum binden und dann lösen und dann hat man so eine kleine, so ein kleines Muster. Und natürlich sind die Eier auch toll zur Brotzeit und nicht nur zu Ostern. Immer was Leckeres, immer was Tolles. Und sie sehen sogar aus wie Beton oder Marmoreier. Da kann man wirklich auch mal Freunde und Familie in die Irre führen, dass sie gar nicht zu essen sind, nur zur Deko. Und dann sind es doch gekochte Frühstückseier. So, und was brauchen wir zum leichten, einfachen Färben, natürlichen Färben von Eiern? Herdplatte. Einen Topf und da machen wir als erstes heißes Wasser, dann Hagebuttentee, ganz billigen Eier, ein Löffel und einen Rührlöffel, irgendwas, was wir so drüber hinlegen können, damit die Teebeutel dann reingetunkt werden können. Und ich nehme am liebsten meine Induktionsplatte, eine ganz einfache einzelne Induktionsplatte. Es geht 70% schneller, dass überhaupt Flüssigkeiten heiß werden. Ich kann extrem Strom sparen. Das Einzige ist, die ist ein bisschen laut. Aber ein Induktionsherd kann ich mir nicht leisten. Und da geht das super mit einer Platte. Und jetzt machen wir erst mal heißes Wasser. Und dann geht's weiter. Vielleicht interessiert es mal, ich habe es wirklich im Moment angemacht und unten her sind schon Bläschen, so schnell wie das Reis. Also Wasserkocher braucht dreimal so lange wie jetzt die Induktionsplatte mit dem Töpfchen. Und die Töpfe dazu, die sind gar nicht mehr so teuer. 5 Stück habe ich bezahlt, 30 Euro. Beim Discounter. Welcher sage ich jetzt nicht, weil ich ja grundsätzlich keine Werbung mache. So, jetzt warten wir, dass es heißer wird, aber wir können schon vorbereiten. Und zwar kommt dann immer darauf an, wie stark man die Farbe haben will. Nehmen wir den Hagebuttentee. Und das ist wirklich sinnvoll, wenn man den an so einen Rührlöffel bindet. Weil dann kann man es komplett wieder rausmachen, es verheddert sich nichts, das Papier ist nicht mehr drin. Und dann kann man ruhig so 2 Stück zusammen an den Rührlöffel machen. Wir brauchen mindestens 6. Und wenn man trotzdem überlegt, was so eine chemische Farbe kostet und dann umrechnet, auch wenn man ein paar mehr Teebeutel nimmt, je mehr Eier, desto mehr Teebeutel, ist klar.
Und so ein Bäckchen Tee, Hagebuttentee, kostet ab 69, 59, 69 Cent aufwärts. So, ich habe jetzt 6 Stück dran. Es fängt auch schon an zu kochen. Ich hätte gerne jetzt mal die Kamera kurz ausmachen brauchen. Nur vielleicht stört im Hintergrund das Kruschel, aber ich kann es ja dann nochmal ausmachen, weil es kocht ja jetzt. So, Teebeutel rein. Ich mache es mal aus, damit man mich besser hört. Wie gesagt, 6 Teebeutel habe ich jetzt da drin. Je mehr Eier, desto mehr Teebeutel müssen wir nehmen. Und es ist immer noch günstiger, den Tee, als die gekauften chemischen Farben. So, und dann tue ich vorsichtig die Eier hinein. Und die koche ich jetzt 4 bis 5 Minuten. Und dann lasse ich sie aber da drinne erkalten. Das ist ganz wichtig. Lass sie liegen, bis das Wasser kalt ist, egal wie lange. Und dann zieht die Farbe schön ein. Und es ist ja nichts Chemisches, es ist ja nichts Schlimmes. Es ist einfach Hagebuttentee. Und ich mache das wirklich mit natürlichen Zutaten, weil ich den gekauften Farben einfach nicht traue. Man weiß nie, was drin ist, und wenn dann doch mal ein Riss im Ei ist, ist es mir immer zu gefährlich, das zu verwenden, weil die Farbe dann durchdringt. Und hier kein Problem. Auch wenn es nach innen geht, ist es ganz natürlich. Also, losgelegt! Und natürlich sind die Eier auch toll zur Brotzeit und nicht nur zu Ostern. Immer was Leckeres, immer was Tolles. Und sie sehen sogar aus wie Beton- oder Marmoreier. Da kann man wirklich auch mal Freunde und Familie in die Ehre führen, dass sie gar nicht zu essen sind, nur zur Deko. Und dann sind es doch gekochte Frühstückseier. So, was brauchen wir? Ganz einfaches Gewürz. Aus dem Discounter kann man nehmen Curry und Kurkuma. Töpfchen mit kaltem Wasser. Ich habe hier meine Induktionsplatte, die nehme ich gerne, weil das ist 70 mal, also ich spare extrem viel Energie, geht viel, viel schneller als ein Wasserkocher oder ein normaler Herd. Ich spare bestimmt 70% Energie da dabei. Die ist nur ein bisschen laut, wenn man so anmacht, aber ein Herd kann ich mir nicht leisten, aber so eine einzelne Platte ist immer ganz toll. So, und dann kochen wir zusammen. 2-3 Teelöffel und mehr brauchen wir schon mal für so 6-7 Eier. Und dann müssen wir das erstmal aufkochen, dass wir eine schöne Farbe haben. Das ist wichtig. Je mehr Eier, desto mehr Gewürz brauchen wir. Und das kostet so ein Teil, ich glaube, 69 Cent. Ich mache mal gerade aus, dann ist es leise. Dazu war jetzt noch gerade die Küchenuhr an mit Vogelstimm heimischer Singvögel. So. Und das lassen wir jetzt auf jeden Fall aufkochen, dass es sprudelt. Und dann tun wir erst die weißen Eier rein. Es geht nur mit weißen Eiern. Und hier auf der Seite, wenn ihr es vielleicht schon gesehen habt, das sind die Kino-Eier. Hat sie meine Tochter genannt. Und die werden mit Tee gefärbt. Ganz easy, natürlich. Einfach wie das Rezept jetzt auch. So, das Wasser kocht jetzt. Vielleicht sieht man, dass der Dampf so ein bisschen wallt, ein bisschen umrührt. Und dann die ungekochten Eier. Die sind nicht gekocht. Wir machen jetzt Eier kochen plus färben in einem. Vorsichtig mit dem Löffel hineinlegen, klein stellen. Und meine Eier koche ich 5 Minuten. Und die bleiben dann in diesem Wasser liegen, bis alles kalt ist. Das ist ganz wichtig. Nicht vorher rausholen. Die müssen sich noch die Farbe sozusagen ansaugen. So, ein bisschen kleiner machen, weil das schäumt dann. Das geht oben drüber. Also, ich mache es jetzt auf die zweitkleinste Stufe, die ich habe. Und dann
wie gesagt, 5 Minuten. Und ganz, ganz wichtig, es geht nur mit weißen Eiern und mit ungekochten Eiern. Die werden jetzt gekocht zusammen mit dem Färben. Das ist ja das Schöne daran, dass man nicht zweimal anfangen muss und das total natürlich ist. Und einfach mit Materialien von zu Hause. So brauchen wir nicht einkaufen gehen. Und so, und ich lasse es dann immer über Nacht stehen und kalt werden. Und dann kommt die Farbe nochmal so richtig schön raus. Man kann die Eier dann noch ein bisschen abspülen unter fließendem Wasser. Und dann hat man wirklich was ganz, ganz, ganz Besonderes und vor allen Dingen ganz Natürliches. Keine Chemie und die Farbgestaltung ist trotzdem wirklich richtig schön. So, jetzt alles schön abgekühlt und dann hat man gelbe Eier. Wirkt jetzt ein bisschen heller in der Kamera als wirklich ist. Und die lege ich dann immer in den Deckel von dem Eierkarton. Und je mehr Curry und Kurkuma drin ist, desto dunkler oder intensiver werden sie. Ich wollte sie ganz gern Pastellfarben haben. Und dann lasse ich die jetzt einfach da drinnen auskühlen. Man könnte jetzt dann nochmal das gut aufkochen, wieder Eier rein, noch ein bisschen Kurkuma und Curry dazu. Und dann hätten wir es auch. Dem Rest verdünne ich sehr groß auf eine 10 Liter Gießkanne und gieße dann meine Blumen draußen im Garten mit.